In Gera bekamen die Rechten die rote Karte gezeigt. Ein breites bürgerliches Bündnis, Gewerkschaften, Parteien und diverse Antifa-Gruppen hatten sich am 10. Juli gegen den Aufmarsch der Neonazis formiert. 15 verschiedene Kundgebungen gegen das sogenannte Rock für Deutschland Festival waren angemeldet. Mehr als 1500 Demonstranten beteiligten sich an den Protesten. Darunter auch Oberbürgermeister Norbert Vornehm, den das Verwaltungsgericht zuvor auf Initiative der NPD den öffentlichen Aufruf zu Gegendemonstrationen untersagt hatte. Ja, ich bin richtig stolz auf Gera und ich bin stolz darauf, dass so viele hierher gekommen sind aus ganz Thüringen, aus Sachsen, aus Bayern, aus vielen Orten und uns helfen, deutlich zu machen, dass Gera, dass diese Otto-Dick-Stadt eine weltoffene Stadt ist, eine ganz, ganz tolle Stadt, die alle einlädt, hier sich wohlzufühlen. Wir bekennen deutlich, dass hier niemand, der für Fremdenfeindlichkeit steht, eine Chance haben darf. Bereits das 8. Mal veranstaltete die Gera NPD ihr Rechtsrock-Festival auf der Spielwiese in Nähe der Heinrichsbrücke. Angemeldet war es als Kundgebung mit musikalischem Rahmenprogramm. Im Vergleich zum letzten Jahr mit über 4000 Besuchern kamen am Samstag gerade mal 1000. Für die hohen Besucherzahlen im letzten Jahr sorgte der Auftritt des bekennenden Neonazis Michael Regener. Trotz einiger Blockaden konnten die Gegendemonstranten das NPD-Fest zwar nicht verhindern, aber zumindest behindern. Also die Situation stellt sich hier sehr friedlich dar. Das, was vor allen Dingen von Seiten des Protestes gegen diese NPD-Veranstaltung hier läuft. Es kam zu einer, sag ich mal, friedlichen Niederlassung auf einer Kreuzung hier an der Heinrichsbrücke, Straße am Sommerbad, wo Kundgebungsteilnehmer ihren friedlichen Protest mit dem Setzen auf die Straße ausgedrückt haben und natürlich auch lautstark gegen die NPD protestierten. Die NPD-Teilnehmer sind soweit zu ihrer Veranstaltung gelangt. Es kam hier auch zu keinen Zusammenstößen. Circa 1000 Beamte aus 7 Bundesländern waren am Samstag in Gera im Einsatz. Ja, die Polizei verfolgt natürlich die Strategie, dass alle Versammlungsteilnehmer hier ihre Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und ihre Rechte aus dem Versammlungsgesetz wahrnehmen können. Darüber hinaus sorgen wir natürlich hier für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Die Aktionen gegen das Nazifest wurden vor allem von außerhalb unterstützt. Unter anderem aus Dresden, Jena und Leipzig reisten die Demonstranten an. Noch ist Gera ein gutes Stück davon entfernt, dass dieses Banner Realität wird.